Hallöchen, mein Name ist M-Fox und ich habe seit 36 Minuten Feierabend, hab im Büro alles liegen und stehen gelassen, bin nach Hause geeilt, hab kurz was gegessen und dann meiner Freundin gesagt: Frau, ich habe einen Auftrag. Ich muss Captain Toad Treasure Tracker mit Toadette spielen. Wir sind schon im dritten Part. Die ganzen Freaks, die haben Daumen nach oben gegeben, ohne Ende. Und wir sind bei 150. Ich muss zugeben, es war ein bisschen träger als zuvor. Ihr habt fast 5 Tage für diese 150 Daumen gebraucht. Aber sie sind da. Ich bin stolz auf euch. Und deswegen spielen wir jetzt hier Episode 2. Ich zeige euch kurz in 1, dass ich nicht alles auf 100% gemacht habe, weil ich einfach gar keine Zeit hatte. I was very, very busy, therefore I couldn't make the 100%. Tut mir wirklich leid, aber das werde ich an einem anderen Tag machen. Jetzt erstmal Episode 2, und zwar mit Toadette. Ich wurde ja gespoilert. Lasst euch gesagt sein, dass auch nach Episode 2 nicht Schluss ist. Also das Spiel bietet für seine 40 Euro schon das ein oder andere Level, mit dem man nicht gerechnet hat. Unter anderem zum Beispiel der große Rutschenberg. Au ja, das klingt nach einer ganz, ganz großen Sache. Und viel, viel Spaß. Das klang so ironisch, wobei ich das total ernst meine. Ich freue mich wirklich voll drauf. Okay, was haben wir hier? Wieder diese komischen Vogelviecher, die von oben nach unten runterfallen. Eine Leiter, dann so einen komischen Footballspieler, der einen verfolgt. So einen verdammten Shy Guy, die mich nerven ohne Ende. Wie viele Komponenten gibt es in diesem Level dann bitte? Eieiei, okay. Ich sehe gerade an dem Schatten, dass der das umkreist. Ich kann mich also da einfach reinstellen und der wird nicht runterkommen, oder? Ficken! Oh, das fängt schon wieder richtig geil an. Was kann ich denn damit drehen? Ich versuch's einfach mal. Ja, super. Jo! Wieder diese Stelle, die kommt immer relativ schnell. Dass ich mich kurz frage, soll ich nochmal anfangen? Aber was soll's? Was soll der Geiz? Machen wir einfach hier weiter. Ich drehe das da oben nicht. Das ist mir viel zu gefährlich. Was soll die Scheiße eigentlich? Ich kann ihn auch nicht tot machen da oben. Och Mann, ey. Das ist unfair. So. Ist hier nicht irgendeine Rübe drin oder so, womit wir diese bösen, bösen Vögel kaputt machen können? Ja, da. So, dann komm. Da. Du nimmst erstmal das. Und den da oben kann ich... Der wird wahrscheinlich irgendwas mit diesem Dreh... Ich will da oben. Ich will das drehen. Verdammt nochmal, ich will das drehen. Kennt ihr das, wenn man irgendwas drehen will? Das hatte ich mit 15, 16 wollte ich auch immer irgendwas drehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Erkläre ich euch ein andern Mal, was ich da so drehen wollte. So. Hatte ich auch schon ziemlich viel mit Pilzen zu tun, um diese Metapher ein bisschen weiter zu spinnen. Liebe Leute, der Onkel macht nur Spaß. Ich habe früher immer nur Raiders gegessen, sonst nichts. So, Achtung. Alter. Da muss er aber auch erstmal drauf haben, ne? Was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Das ist nur mehr oder weniger ein Shortcut, oder? Das ist nur ein Shortcut, mehr ist das nicht. Hui! Hm. Oh, du schon wieder! Nein. Okay. Ausgleichende Gerechtigkeit. Er ist gestorben, ich bin gestorben. Was muss ich jetzt hier mitmachen? Da kann ich schon bestimmt irgendwas mit dem Pilz. Mhm. Okay. Rutsche ich da ins Verderben? Alter, was ist das bitte für ein Level? Ich habe 8 Stunden gearbeitet, Leute. Ich kann jetzt nicht so viel denken. Hätte ich mir lieber eine Runde Mario Kart gespielt oder so. Das gibt's doch gar nicht. Okay, da unten wird wahrscheinlich nichts sein. Von daher rutsche ich jetzt einfach mal hier runter. Okay, den ersten Diamanten geholt. Hier die Münzen auch alle. Nein, 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 nein. Okay, nein. Ja. Was ist hier bitte los? Ah, oh nein, Shy Guy. Alter Schwede. Wo fliegt der lang jetzt? Okay. Meine Güte. Okay, aber ich krieg's alles hin. Was ist das bitte? Ich muss die doch irgendwie tot kriegen. Weil, wenn ich da jetzt drehe, jetzt habe ich ja noch ein geringeres Zeitfenster als zuvor. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, dass ich die erst auf den Boden bringe und dann drehe. Wisst ihr, wie ich meine? Achtung, ich zeige euch mal wie. Und zwar, wenn der... Jetzt werde ich eh sterben. Achtung.
Jetzt drehen. Oh, ist das so aufregend hier, ne? Ja. Nein. Pilz. Da oben ist der Goldpilz. Oben rechts. Ich hab's sonst genau gesehen. Aber ohne Scheiß, Leute. Wirklich ohne irgendeinen Scheiß. Der Schwierigkeitsgrad, der zieht mal so richtig derbe an. Sage ich zwar immer, aber da hat man richtig was dran zu knacken. Ne? Also bei, mit Toadette ist das hier nicht so easy peasy wie mit Toad selber. Auf dem Holzweg ans Ziel. Ich sehe schon wieder neue Elemente und Typen hier rumlaufen. Was sind das denn für welche? Die kenne ich auch aus gar keinen anderen Mario-Spielen. Irgendwelche Holzleute. Hallo Holzleute. Da kann ich auch nicht hoch oder so, ne? Nee, aber ich habe es irgendwie schon durchschaut. Ich muss da lang. Dann muss ich hier hoch. Das ist so eine Piranha-Pflanze. Da muss ich... Ah, oh, guck mal. Dann geht's da weiter. Okay. Gibt es da irgendwie noch einen Diamant oder so? Ich gehe da mal ganz kurz lang, weil irgendwas vermute ich da. Weil warum kann man da sonst hin? Ah, das sind nur Münzen. Okay. Ohne außer Spesen nichts gewesen. Dann gehen wir hier weiter. Da oben ist ein Diamant. Mal gucken, wie wir auf diesen Typen draufkommen. Oh, guck mal, ist auch alles voller Stacheln, wa? Schnell, schnell, schnell. Nicht kaputt machen. So, dann hier lang. Um den Diamanten zu holen, müsste ich dann den hier nehmen. Und dann quasi time drüber. Okay, alles klar. Soweit so gut, jetzt gehe ich nochmal rüber. Oh, und zieh mal da hinten diese Pflänzchen da raus. Mal gucken, was da so drin ist. Kann ich da die Piranha-Pflanze mit kaputt machen? Anscheinend, ne? Ich versuche das einfach mal, wenn die jetzt hochkommt. 3, 2, 1. Ja, ist kaputt. Wenn ich da runtergehe, ist dann da irgendwas. Kurz da durchgucken. Da würde ich hier durchkommen, da runtergehen und da ist... ein Schlüsseltor. Da bräuchte ich aber erstmal einen Schlüssel für. Aber ich weiß zumindest schon mal, wie man da hinkommt. Von daher nehme ich mir den anderen hier. Und werde diese Piranha-Pflanze hier, wenn sie mir quasi entgegenkommt, damit töten. Achtung, jetzt. Sehr gut. Ein Teufelskerl, dieser M-Pox. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Okay, wo ist der Schlüssel? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Von hier aus komme ich auch nirgendwo hin. Es gibt momentan eigentlich nur den Weg darunter. Das heißt hier runter. Und dann da wieder rein. Gucken, was es auf der anderen Seite gibt. Auch nicht wirklich was. Also da würde ich tatsächlich nur zum Stern kommen. Dann wäre das Level aber beendet und ich hätte nur einen einzigen Diamanten. Was mich natürlich nicht so ganz befriedigt. In meiner Art und Weise und in meinem Lebensstil als Pro-Gamer. Wenn ich da an der Seite runtergehe, da unten ist so ein Typ, der da rum... Ich versuche mal Folgendes. Dieses Manöver. Dann warte ich hier auf diesen einen Fritzel, der hier rumeiert. Komm her! Maulwurf. Da. Okay, der gibt mir einen Diamant. Sehr gut. Das hast du schon mal ganz, ganz toll gemacht. Dann hole ich mir den hier raus. Damit könnte ich theoretisch den da oben umbringen, oder? Aber da komme ich jetzt erstmal nicht wieder hoch. Nee, damit komme ich nicht hoch, von daher. Ah, da bräuchte ich oben noch einen. Aber mit diesen Dingern kann ich keine Leitern hoch, ne? Oder wie war das? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ich schmeiße den erstmal weg und gucke, was da ist. Wahrscheinlich noch mehr von den Dingern, ne? Ja. Nee, das bringt mir erstmal nichts. Ich glaube, ich weiß die Lösung letztendlich. Ich erkläre euch das gleich. Moment. Jetzt wird mir erstmal ein bisschen schlecht. Jetzt geht's wieder. Ob sowas Leute mit Motion Sickness spielen können? Weil die haben ja so extrem Probleme mit Ego-Shootern, ne? Stevino zum Beispiel hat ja diese Motion Sickness. Und noch so ein paar andere Leute, die auch bekannter sind in unseren Sphären. Und ich frage mich, ob das nur... Bei Ego-Shootern kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bei so einem Spiel hier kann ich es mir vorstellen, ne? Weil das teilweise schon so ein bisschen tricky alles ist. Ey, das mit dem Schlüssel wurmt mich jetzt. Dass ich mir den Schlüssel nicht holen kann. Wo könnte der Schlüssel noch sein? Ich übersehe doch irgendwas. Aber da ist noch so ein Ding.
Wartet mal, Leute, ich muss kurz nachdenken. Bitte, bitte gebt mir jetzt eben die Zeit. Wenn ich... Wo war denn jetzt nochmal dieser... Irgendwo konnte ich da noch so ein Ding aus... Da konnte ich noch so ein Ding aus dem Boden ziehen. Bringt mir das irgendwas, wenn ich den da rausziehen kann? Könnte ich mit dem die Pflanze töten, mit dem Ding, was ich da rausziehen kann? Ich glaube, von dort aus komme ich da nicht hin. Oder... Nee, Leute, das geht leider nicht. Ich glaube, das ist ein Thema für Offscreen, weil da sitze ich dann eine halbe Stunde dran. Aber ich schaff's dann hinterher irgendwann. Dann bin ich stolz. Kennt ihr bestimmt, ne? Wenn ihr ganz lange an irgendwas sitzt und es dann schafft und dann sagt, Mensch, das hat sich gelohnt. Ich will jetzt eigentlich auch nicht aufgeben. Warte mal, eine Sache probiere ich noch. Und zwar hier rüber. Darüber. Dann gucke ich mal, was da drin ist. Was war denn das? Da ist der Schlüssel drin. Ja. Ja, ich wusste, dass ich irgendwie hier schaffe, diese Rätsel. Dann hier lang. Dann hier lang. Haha. Und da rein. Zumindest alle Diamanten gesammelt. Bin ich ein bisschen stolz. Habe ich gerade von gesprochen. Und jetzt ist es auch schon soweit. Jetzt ist nämlich der Moment, in dem ich stolz auf mich bin. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich. Wenn ja... Dann besiegelt das mit einem Daumen nach oben, wo ich bettel vor der letzten Zeit, ne? So ein richtig kleiner Bettlerjunge, der sagt, du gib mir Daumen nach oben, bitte, bitte, Junge, Mann, machen Sie. Nein, wir machen wieder dasselbe Spiel, ne? Ihr kennt das. 150 Daumen, ihr kriegt einen neuen Part. Das ist der Deal. Mal gucken, ob wir das durchgespielt bekommen. Aber obwohl, dieses Mal war es schon echt knapp. Also, das hat lange gedauert, eine Woche ungefähr. Beim ersten Mal war es ja nach einem Tag. Aber das ist immer so. Also, selbst bei den ganz Großen unserer Szene, ja, aus dem YouTube-Bereich, bei den Gronks und Domtendos und hast du nicht gesehen, ist es ja so, dass die zweiten Parts selbstverständlich und logischerweise immer weniger Aufmerksamkeit bekommen als der erste Part, weil da das Spiel natürlich vorgestellt wird. Und, oh, Lorenfahrt im Abendrot. Was soll ich sagen? Ja, dass im zweiten Part dann so ein bisschen die Luft raus ist, weil man einfach weiß, wie das Spiel funktioniert. Und manchen reicht das ja auch schon. Ist ja auch vollkommen okay. Ist bei mir auch so, dass ich meist immer nur den ersten Part gucke. Schreibt mal vielleicht in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Bei anderen Let's Playern, bei großen Let's Playern, die das professionell machen, die das drauf haben, die immer was zu erzählen haben und die ganze Zeit euch total unterhalten. Guckt ihr denn nur den ersten Part, den zweiten Part? Oder gibt es viele Let's Plays, wo ihr schon alle Parts geguckt habt? Und wenn ja, von welchem Let's Play habt ihr denn mal so 100 Parts oder so gesehen? Das würde mich wirklich mal persönlich interessieren. Weil ich habe noch kein einziges Let's Play komplett geguckt. Das einzige, wo ich wirklich lange geschaut habe, war der Domtendo. Weil ich den mag ich ja wirklich, ist ja ein guter. Ich wollte auch irgendwann mal ein Interview mit dem machen, aber habe ich noch nicht gefragt, ehrlich gesagt. Weil das ist echt, ich mag den voll gerne. Also ich gucke dem gerne zu, muss ich ehrlich sagen. Viele mögen den dann nicht, ich weiß gar nicht warum. Der macht super Nintendo-Videos und kann vor allem spielen. Ne? So, ich muss jetzt hier weitermachen. Das ist nämlich mein Problem. Ich kann entweder schnacken oder spielen, beides gleichzeitig. Ist immer so ein bisschen problematisch, weil ich bin alt und Multitasking und so weiter. Habe ich nicht so drauf, wie die ganzen jungen Hühner, die das sonst so machen. Okay, das habt ihr wahrscheinlich im ersten Part gesehen, wie das hier so funktioniert. Ich werde jetzt... gleich mit dem Gamepad einfach zielen. Ich sehe zum Beispiel, da ist schon ein Diamant, ne, da. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinzielen kann. Und werde jetzt gleich aufs Gamepad gucken und ihr seht quasi nicht das, was ich sehe. Wisst ihr Bescheid, ne? So, okay, Achtung. Auf geht's. Okay, ich ziele. Okay, da war das. Ah, jetzt muss ich mich, ich stelle mich mal, oh fuck, ich stelle mich mal wieder hin. Jetzt habe ich am Kabel gezogen. Ich hoffe mal, dass meine Aufnahme noch funktioniert. Weil ich im Stehen ist das auf jeden Fall ein Tipp, dass es im Stehen besser funktioniert. Okay, da oben, da ist auch nichts. Jetzt bin ich nervös und muss das ganz schnell hinter mich bringen hier. Ich hoffe mal, meine Aufnahme läuft noch, weil ich gerade aufs Kabel getreten bin. So, dann hier. Da oben. Da ist ein Diamant. Den hole ich mir da hinten. Sehr gut. Da oben ist nichts. Unten ist nichts. Ist natürlich zum Zuschauen sind diese Level nicht so toll, weil man das Gamepad halt nicht sehen kann. Sondern nur die Außenperspektive. Da sind noch Münzen, Münzen, Münzen. Auf der Seite ist ein Pau. Und da ist noch ein Diamant. Jawohl, den ersten Diamant habe ich anscheinend nicht bekommen, wie ich das hier sehe. Schade eigentlich. Sehr schade. So, da sind wir angekommen. Und aus meinem Augenwinkel sehe ich, dass mein Mikrofon jetzt zwar verrückt ist, aber dass meine Aufnahme noch läuft. Das ist die Hauptsache. Sehr gut.
Okay. Ach komm, mit zwei Diamanten geben wir uns zufrieden. Das ist eh blöd zum Zuschauen. Von daher lasse ich das mal mit nochmal spielen. Und begnüge mich hier mit zwei Diamanten. Toadette ist ja schon eine Süße, ne? Hätte ich nicht schon eine Freundin, würde ich vielleicht mal nachfragen. Oh, 140 Münzen. Und 124 habe ich hier geschafft. Finde ich gar nicht schlecht, finde ich gar nicht schlecht. So. Nebulöse Zeichen. Ach du Scheiße. Das sieht sehr nach Denken aus. Kann ich nicht. Go. Wie lange machen wir heute, M-Pox? Nicht ganz so lang. Also ich denke, eine Stunde und 14 Minuten oder was das letzte Part war. War ein bisschen lang, ne? Also ich will so eine gute halbe Stunde oder sowas kriegen wir hin. Ach, du ahnst es nicht. Oh, okay. Okay. Meint ihr, wir können darüber uns den Diamanten snacken? Anscheinend, ne? Okay, dann gehen wir da hinten runter und aktivieren den P-Switch und müssen natürlich gucken, dass uns diese Footballspieler nicht in die Quere kommen. Was haben wir denn da unten noch? Münzen sehe ich hier gerade. An der Stelle, die verbergen irgendwas. Da hinten sind noch mehr Münzen. Und da unten ist was zum Rausziehen. Okay, damit wir schon mal wissen, was wir gleich tun müssen. Ah, okay, die Zeichen ändern sich also. Hab alles verstanden. Was? Oh. Alter! Was zum Teufel ist das bitte? Aber es ist lustig, weil mit den Footballspielern konnte ich die alle zerstören. Das war sehr praktisch. Jetzt gehen wir nochmal hier lang. Meint ihr, wir können da lang? Anscheinend. Okay, dann darüber, ne? Aha! Sehr gut, es funktioniert. Und dann nehmen wir mal nochmal den P-Switch mit. Was hat der gemacht? Oh, einen Diamanten offengelegt. Wunderprächtig. Und da unten ist noch ein Diamant beim P-Switch. Den hole ich mir auch, ne? Wenn ich jetzt mich da rechts hinstelle, kann ich die Footballspieler dazu bringen, diese ganzen Geister zu töten? Wahrscheinlich, ne? Wenn ich da so eine Runde drehe. Komm, das versuchen wir einfach mal. Kamikaze-mäßig. Also welche Kamera ist für mich am besten? Die Vogelperspektive, glaube ich, ne? So, Achtung. Jetzt mache ich was, was total verrückt ist und was sich die wenigsten trauen. Achtung. Okay, jetzt lasse ich sie noch dagegen laufen hier. Ah! Bitte nicht schlagen. Okay, hat geklappt. Alles klar. Jetzt stellt sich nur die Frage, A, werde ich nochmal getroffen? Da ist bestimmt irgendwie was drin. Wo ist B, wo ist der Stern? Da ist der Stern. Hm. Okay, wie kommen wir da hin? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist halt über diese nebulösen Felder. Und zwar geht es ja da lang. Oh, ich bin klein. Da, geradeaus, ja, gut. Da geht es runter. Ah. Soll ich mal das Unkraut da unten ziehen, ob das irgendwas macht? Ein Schalter oder sowas? Muss ja. Aber ich habe nicht so wirklich Zeit wegen dem Geist da unten. Direkt unter mir. Dreht er sich zur anderen Seite? Ich weiß nicht, reagiert der wie ein Shy Guy? Ich glaube ja, ne? Ach komm, wir versuchen das einfach, YOLO. Oh, genau vor seiner Nase gespawnt. Ja! Ich bin zumindest wieder groß. Und da gehen wir jetzt mal eben hoch. Hm, ich check's gerade ehrlich gesagt nicht, Leute. Ich glaube, ich muss die Footballspieler dazu bringen. Aber nee, diese Dinger können die nicht einrennen, oder? Also diese... Meint ihr, die können die einrennen? Wir versuchen das einfach mal. Also ob die uns die Mauern wegrennen können, die Footballspieler. Achtung, versuchen das mal. Nee, das geht nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Das ist Quatsch, aber vielleicht müssen wir alle Geister töten mit den Footballspielern. Da haben wir den letzten Geist getötet, hat aber auch nichts gebracht. Nee. Boah, ich muss jetzt voll denken. Warte. Also,
Ah, okay. Wartet mal. Ich glaube, ich muss auf diesen nebulösen Feldern hier da lang laufen. Dann da lang laufen. Dann darüber laufen. Dann zeigen die Pfeile ja einmal nach da, aber da geht es irgendwie nicht lang. Okay, das war falsch. Ich hole mir mal die Münzen hier. Och, noch, leck mich doch scheiß auf die Münzen. Okay. Nochmal. Hier kann ich nicht runterspringen an der Seite. Nein, kann ich nicht. Wir gucken uns nochmal das Level von außen an. Da sind überall. Ne, wir müssen das oben über die Felder machen und dann der Pfeil da unten, der ist ja auch versetzt. Der zeigt ja da nach unten. Das ist schon richtig. Ich muss über die Felder da unten rein. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wartet mal. Da lang. Da sieht man ja so ein bisschen, wo es da lang geht. Ah ja, okay, da war wie so eine Rutsche. Ich hab's gecheckt, ja. Wie gesagt, war gar nicht so schwer, wie vermutet. Und dann einfach da rein, ja. Sieht ganz gut aus. Eventuell haben wir sogar auf 100% geschafft, weil wir wirklich alle Münzen und alle Geister. Wahrscheinlich war das Bonusziel Töte alle Geister. Wetten, das hätte ich jetzt so gemacht als Level-Designer. Achtung. Wir sind sehr gespannt. Also, das müsste normalerweise eine 100% geben. Eine 100% hier, dolle Show. Alle Schlammschlurfer besiegt. Yes, sehr gut. Gibt 100%, brauche ich dieses Level also nicht nochmal spielen. Allerbest. Und es geht weiter mit Gib nicht auf, Toadette. Toad ist in greifbarer Nähe. Und zwar nasser Spaß im Wasserpark. Auf geht's. Here I go. Da sind die ganzen Goombas am Chillen. Hier unten haben wir den Goldpilz schon entdeckt. Da unten geht es in die goldene Röhre, die mich dann da oben spawnen lässt. Hier kann ich wahrscheinlich die Richtung ändern und mir dann den Diamanten dort oben holen. Von dieser Seite gibt es nur Sachen zum Rausziehen. Da wäre noch ein Diamant. Da, den kann ich mir schon mal holen. Das habe ich gesehen. Einfach nur hier lang. Oder? Doch klar. Dann müsste ich auf dieser Seite eigentlich wieder rauskommen. Wunderbar. Da unten ist auch noch ein Diamant. Der geht über die Rutsche. Und dann muss ich da den Fischen ausweichen. Kriegen wir auch hin. Achtung. Ah ne, das kriegen wir nicht hin. Weil da muss ich mich irgendwo runterfallen lassen, beziehungsweise hier erst den P-Switch aktivieren. Und den kann ich aktivieren, indem ich in die rote Röhre gehe. Den erreiche ich aber erst, wenn ich in die blaue Röhre gegangen bin. Ey, Gumbas, mach mal keinen Stress da, ne? Kein Stress ohne Grund. Ja. Und zwar hier rein. Dann hier lang, rote Röhre, dann den P-Switch aktivieren. Genau, damit habe ich das Wasserlevel ein wenig angehoben. Ah, schwimmen kann sie nicht so richtig. Aber ich schaue mal kurz, da müsste ich jetzt, wenn ich nach rechts gehe, wahrscheinlich sogar den Pilz holen können. Warte mal, ich versuche das mal. Ja. Sehr gut. Hier, ich könnte jetzt von hier aus auf jeden Fall zum Stern. Dann würde mir aber der goldene Pilz fehlen und da unten noch ein Diamant bei den Fischen. Ich hätte aber ganz gern einen Diamant mit den Fischen, muss ich ehrlich sagen. Von daher werden wir das Ganze hier rüber machen und uns den Diamanten zumindest erstmal holen. Können wir da runter? Dann werden wir die Goombas doch ein bisschen töten. Ne? Die haben nur den Schwimmreifen und schwimmen oben an der Fläche. Achtung! Ja, hat geklappt. Jetzt müssen wir quasi. Ja! Sehr gut. Hat aber geklappt. Das war sehr entspannt. Dieses Geräusch mache ich übrigens auch noch in anderen Situationen, aber das werde ich jetzt hier nicht näher ausführen. Ah! Das auch. Wunderbar. Okay. Soweit, so gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir eine Idee entwickeln, wie wir an diesen Pilz kommen. Überlegt mal mit, Leute. Überlegt mal kurz mit. Ihr dürft jetzt nicht nur zugucken und euch berieseln lassen, sondern ihr müsst bei diesem Gameplay auf jeden Fall mitdenken. Okay, wir haben also ein Dings hier und wir haben da herausziehbare Dinger.
Also da so zerrausziehbare Teile. Die zerrausziehbaren Teile, da ist mit Sicherheit ein Hammer drin, würde ich mal sagen. Aber wie kommen wir da hin? Da kommen wir, glaube ich, nur hin, wenn... Da werden wir nur hinkommen, wenn der Wasserstand nicht so hoch ist, liebe Leute. Und da der P-Switch jetzt schon aktiviert ist, kriegen wir das so nicht mehr hin. Das ist meine Vermutung. Warte mal, wir gehen jetzt mal hier rein. Vielleicht spielen wir das Level kurz nochmal, weil ich die Vermutung habe, dass es anders geht. Wie kam ich denn da jetzt nochmal hin? Ach, in die gelbe Röhre, okay. Alles klar, ich weiß wie. So. Wartet, wir beenden das jetzt mal eben mit allen Diamanten. Das ist schon mal die halbe Miete. Und dann gucken wir mal gleich, ob wir an den Goldpilz kommen. Obwohl, da sind auch noch Dinger zum Ziehen. Vielleicht ist auch da der Hammer drin. Das könnten wir mal gleich testen. Eieiei, das ist gefährlich. Okay, da ist irgendwas drin zum Ziehen. Aber diese Goomba-Söhne, die lassen mich da nicht hin. Komm, wir holen jetzt erstmal einen Diamanten. Ich glaube, ich mache das Level ganz kurz nochmal, weil ich vermute... Das in diesen, da hinten, da kommt man vorher hin, da ist ein Hammer drin. Und so können wir uns die Dinger snacken. Ich wollte ganz kurz nochmal reinschauen, ob das so einfach ist, wie ich denke. Alle Goombas besiegt? Aber da war doch ein Goldpilz. Dann machen wir es nicht nochmal. Ich dachte, man muss den Goldpilz holen, um auf 100% zu kommen. Die Goombas besiegen, das kriegt man hin, indem man einfach wieder, immer wieder oben auf sie draufspringt. Das ist nur eine Sache, die relativ lang dauert. Nee, das ist meine Motivation weg. Nee. Ohne Belohnung kriegen die das gar nicht. Dann machen wir lieber hier Floßfahrt am Bergpass. Ogo, Ogo. So. Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Oh. Das kenne ich noch aus Super Mario World und aus anderen Spielen, dass hier die lila Suppe überhaupt nicht gut ist. Die killt einen nämlich sofort. Wenn ich da drauf springen werde, wird das Erste, was passiert, sein, dass das Floß losgeht und dass diese Hammerwerfer auf mich werfen. Das wird unlustig. Also da werde ich... Nein, das wird nicht lustig. Achtung. Okay, ich will die eigentlich gar nicht abwerfen, weil ich will die Rüben dafür verwenden, da das Pau zu holen, ehrlich gesagt. Ach komm, einen kann ich ja abwerfen und auf den anderen, auf die anderen... Ah nee, guck mal, die kommen immer wieder da rein. Ja, dann ist es ja easy. Hier, du Pisser. So, da hinten Pau. Auch geschafft. Und dann geht's da rüber. Ja, was ist das denn bitte für ein Easy-Mode hier mit dem immer wieder Spawn? So, was gibt's hier? Oh, das Level ist ja riesig. Hätte ich gar nicht so groß vermutet. So. Ersten erstmal geholt. Was gibt's hier? Okay, nur Münzen. Soweit, so gut. Ach Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Ich war auch zu faul, den Part mir nochmal anzugucken oder durchzuseppen, um zu gucken, ob ich es erzählt habe. Ich habe vor, so eine Kommentare-Kommentiershow zu machen. Oder eine Frag-Mpox oder Frag... Ihr kennt das ja von Frag-Venian. Der Sputti macht das zum Beispiel bei Guild Wars auch, dieses Frag-Sputti. Ich finde es eine ganz coole Idee, so mit seiner Community zu kommunizieren. Mal abseits von Twitch, weil bei Twitch gucken halt echt wenig Leute zu, vergleichsweise, was schade ist. Und zwar habe ich vor, einfach unter all meine Videos zu schauen, was es da so für Kommentare gibt und die alle in einem Video zu beantworten. Ich will das dann so machen, dass ich Mario Kart 8 Gameplay im Hintergrund zeige von mir und dann als Commentary quasi meine Antworten auf eure Kommentare dann drauf spreche. Und die werde ich mir jetzt erstmal aus allen Videos ziehen, die es so gibt. Da gibt es echt... Oh, fuck. Wo muss ich lang? Wo gibt es irgendwas zum Hauen? Ich glaube, hier unten war was. Oh Gott, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Ne? Weißt du, da habe ich einmal versucht, irgendwas anderes zu erzählen, während ich spiele und es ist komplett in die Hose gegangen. Naja, jedenfalls könnt ihr mir gerne jetzt schon unter dieses Video irgendwelche Fragen schreiben. Die werde ich dann nicht im Video beantworten, sondern, also nicht in den Kommentaren beantworten, sondern dann halt in diesem Kommentare-Kommentier-Video. Oh. Nein, bitte werf mich nicht ab. Okay, so.
So, das ist jetzt alles ziemlich wirrwarr, nochmal in aller Ruhe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich irgendwelcher Spiele, Hardware, in gewissen Maßen auch zu meiner Person oder zu irgendwas, was euch interessiert, schreibt das gerne hier unter das Video. Ansonsten werde ich mir einfach die Fragen, die schon in Fülle existieren, einfach aus unter den anderen Videos hernehmen und eure Fragen dann so beantworten. Im Stil von Kommentare kommentieren oder was, das machen eigentlich alle. Ne, der Patrick hat das schon vor langer Zeit gemacht, wie ich gerade sagte, und so weiter und so fort. Okay, den Hammer wollte ich hierfür eigentlich. Ne, da war ich ja schon durch. Das war mein Denkfehler. Wir gucken gleich mal, für was wir den Hammer hier eigentlich verwenden können. Was war das eigentlich? Habe ich das gerade gemacht? Wofür? Ach da, guck mal, ich bin so blind, ne? Direkt vor Kopf. So richtig blöd. Weißt du, oh, der hat den Hammer, ne? Ja, lass dich verarschen von so einem scheiß Pixelmaulwurf. Okay, und go. Da ist der Hammer. Und da hinten muss ich hin. Sehr gut. Okay, hier gibt es wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein 100% Target, dass man, was weiß ich, wie viele Münzen sammeln muss. Mal gucken, ob wir das erreichen. Ich frage mich, wie es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Ach, da ist wieder ein Floß. Okay, ich sehe es. Und zwar geht es dann hier runter, wie die Münzen schon vermuten lassen. Zack. Und da kommen irgendwelche Kanonen raus. Seht ihr die roten Dinger? Da muss ich drauf achten. Achtung und los. Kanone, genau. Ah, okay, die Kanone kann ich abwerfen. Das ist praktisch. Dann ist es eigentlich nicht so schwer. Jetzt auf das Pau. Wieder auf die Kanone. Okay, ist doch schwer. Aufs Pau. Au, au, au. Ich bin aufgeregt. Okay, sie lassen mich in Ruhe. Sehr gut. Und ich bin klein. Ich will bitte nicht sterben, weil dann muss ich durch das ganze Zeug nochmal durch. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wir haben jetzt schon nochmal neu gestartet. Das muss jetzt auf Anhieb klappen. Gibt es da irgendwas? Nein. Ah, sehr gut. Oh, ja. Das freut mich sehr. Dann ist dieses Level auch geschafft. Und zwar mit allen drei Diamanten und vielleicht sogar mit dem Super-Target, das da lautet, hole 100 Münzen, würde ich mal sagen. Nee, kein Schaden erlitten. Dürfte man eigentlich auch relativ schnell hinbekommen, ne? So, okay. Guck mal, da gibt es irgendwas mit Münz. Ich glaube, bin ich schon bei einer halben Stunde? Ich glaube schon. Aber eine Level mache ich noch. Münzrausch machen wir nochmal. So. Gucken, was es hier gibt. Dim, dim, dim. Ist auch immer dasselbe, ne? Also da passiert nicht großartig was. Da gibt es nur diese beiden. Eigentlich schade. Obwohl, habe ich das schon gespielt? Ne, ich glaube nicht. Achtung. Okay. Ne, das habe ich jetzt verplant, wie der Hammer funktioniert. War dumm. Kann man aber wahrscheinlich alle Goldpilze und auch die ganzen Münzen sammeln, wenn man sich da so ein bisschen darauf konzentriert, wie dieser Hammer arbeitet. So, wir machen jetzt noch ein Level und dann ist dieser Part auch schon passé. Und zwar hin und her auf der Rampenwand. Da muss ich wieder auf dem Touchpad drücken, habe ich gerade gesehen. In der Vorschau. Okay, was haben wir? Wir haben diverse Dinger, die ich drücken kann wahrscheinlich, ne? Genau, die gehen rein und die gehen raus. Okay. Alles klar, soweit. Soweit, so gut. Mhm. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal... Ich muss einen Schluck aus meiner Schnabeltasse nehmen, weil ich habe einen trockenen Hals, weil ich so lange gesprochen habe. So viel Blödsinn erzählt habe. Warte mal. Sehr gut. So. Alles klar. Warum mache ich so kurze Parts? Einmal, weil ich es einmal im Kommentar gelesen habe. Weil ich selber auch irgendwie eine Stunde ist schon ein bisschen heftig. Klar, man kann ja in zwei Teilen gucken, aber... Weiß nicht, irgendwie... Ist das ein bisschen too much über eine Stunde? Deswegen, so also halbe Stunde ist okay. Könnt ihr ja auch mal euch zu äußern, was ihr davon haltet. So, okay, wenn die hier angekommen sind, dann sollte es eigentlich funktionieren.
kombinieren, oder? Nee, scheiße, das geht nicht. Ach, ich bin so ein Trottel, ne? Warum nehme ich denn nicht das Ding einfach als Schutz? Das war echt Quatsch, was ich da jetzt gemacht habe. Da kann ich mir zumindest erstmal den Diamanten hier holen. Dann hier lang. Kurz warten. Dann der hinterher. Dann hier wieder hoch. Passt. Gibt es hier auf der Seite was? Jo. Jawohl. Dann war diese Dummheit schon mal wieder ausgemerzt. Dann geht es hier weiter, indem wir das... wie kriegen wir denn den Pilz? Den rausziehen. Dann hochgehen. Ah ne, da geht es gar nicht weiter. Da muss ich wahrscheinlich von dort aus was rüberwerfen. Kann das sein? Gucken wir mal gleich. Und zwar, wenn wir hier durchgehen, können wir uns den wieder rausziehen. Würde mich interessieren, der Diamant... Ich kann mir schon denken, wie wir da rankommen. Zeige ich euch gleich. Und zwar hier. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Also ich weiß, wie ich ans Ziel komme, aber ich möchte gerne Diamanten sammeln. Ne? Darum geht's, ja. Wenn ich mich hier hinstelle. Dann kann ich mich einmal da runterfallen lassen. Erstmal gucken, was hier drin ist. Okay, das ist der Diamant. Wenn ich das hier hochziehe... Nee, das funktioniert nicht. Wie soll das denn gehen? Warte mal. Wahrscheinlich... Den Diamant, den kann ich wahrscheinlich abwerfen. Mit irgendwas, was ich aus dem Boden ziehen kann. Aber hier ist nichts, was ich aus dem Boden ziehen kann. Da müsste ich das Level, glaube ich, nochmal neu starten. Ich glaube, ich habe gerade was aus dem Boden gezogen. Nee, das ist Quatsch. Nee, ich beende das Level jetzt. Und guck's mir danach nochmal kurz an. So, okay. Vielleicht schaffen wir dann auch das 100%-Target, denn das steht da ja jetzt und da kann man sich dann nachrichten. Mal schauen. Tippstein von viermal berührt. Ne, dafür musst du viel denken. Neues Level oder den mittleren Diamant? Komm, noch ein Level. Eins machen wir noch. Mit Geistern. Ja, Geister ist ein guter Abschluss. Komm, Geister ist ein guter Abschluss. Geht wieder auf eine Stunde zu. Ich sehe das schon. 37 Minuten bin ich jetzt. Okay. Eieieiei. Oh, das sieht aber geil aus hier. Okay. Der gibt mir schon mal einen. Level up, dann schauen wir uns einmal hier rum. Da geht es irgendwie runter. Das ist, glaube ich, auch so das Erste, was ich gerne machen würde. Schauen wir mal. Die Geister machen wir erstmal alle platt. Wahrscheinlich gibt es hier das 100%-Target, dass man die Geister nicht platt machen muss oder sowas. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wann kam eigentlich nochmal dieses Yoshi-Spiel raus? Also dieses Yoshi's Woolly World oder so. Aber ich glaube, das ist dann tatsächlich ein Kinderspiel. Obwohl es auf der Gamescom Spaß gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Gameplay hochgeladen habe von der Gamescom. Also das Yoshi-Gameplay. Werde ich mal schauen, ob ich mir das hole oder nicht. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Es sah auf jeden Fall sehr spaßig aus. So, das ist ein Diamant. Oh. Da geht's wieder raus. Da wird's runtergehen. Da geht's hoch. Okay, gehen wir mal hoch und gucken, was wir mit dem Drehding machen können. Weil da wäre es theoretisch schon zu Ende, oder? Mit dem Drehding, was machen wir da? Ah ja, okay. Da können wir uns den Diamanten... Was ist das gebracht? Ich weiß nicht ganz genau, wo da der Aufstieg ist, ehrlich gesagt. Warte mal, ich drehe mal nochmal. Okay. Dann kann man hier hoch. Oh, oh, oh. Ah, dann gehen wir einmal zurück. Machen die beide auf einmal. Hallo? Kommen die neu? Oh, fuck. Ich glaube, ich laufe einfach schnell durch, ne? Von dort aus kann man beide töten. Sehr praktisch.
Dann geht's. Oh, 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 oh. Den mittleren haben wir nicht. Wo könnte der versteckt sein? Hier unten irgendwo, ne? Ah, von dort aus kann ich mir aber den Stern holen. Und ich glaube, ich begnüge mich einfach mal mit zweien. Dann haben wir das Level. Oh, dann haben wir das Level relativ schnell hier geschafft. Und guck mir da mal das große Target an, was es da so gibt. Warum magst du nicht? Ach, jetzt. Boom. Soll soweit reichen. Level beendet. Okay, was wäre hier das 100%? Ach, den One-Up-Pilz einsammeln. Mhm. Habe ich ja getan. Müsste nur noch den mittleren Pilz holen. Ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Drücke B, um zum Titelmenü zurückzukehren. Dort kannst du bereits gespielte Episoden auswählen. Ja, das wissen wir schon. Vielleicht versteckt sich ein oder Level ja einen Schatz, den du noch nicht gefunden hast. Ja, mit Sicherheit. So der eine oder andere. Oh, guck mal. Hier braucht man 55 Dinger, um das freizuschalten. Komm, ich schalte zumindest nochmal frei. Ah, der Boss. Aber, liebe Leute, ich will unter der Dreiviertelstunde bleiben. Das würden wir jetzt hier nicht mehr schaffen. Ich danke euch wirklich, wie immer, vielmals fürs Zuschauen. Macht mir wirklich sehr viel Spaß, dass ihr so viel Spaß daran habt. Und wir halten einfach an der Regel fest, wenn es nicht so sein soll, dann soll es nicht so sein. 150 Daumen und ich mache weiter. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja durch. Denkt an diese Kommentargeschichte. Wenn ihr eine Frage oder so habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich werde die dann in diesem Mario Kart Gameplay Kommentarshow beantworten. Das läuft dann auch ein bisschen anders. Das nehme ich dann auch mit einem vernünftigen Mikrofon auf. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade mein Headset auf und so weiter. Es wird, denke ich mal, ein ganz lustiges Format. Ich habe dann schon so die ein oder andere Idee, das ein bisschen aufwendiger aufzubauen, als jetzt hier so ein simples Let's Play. Mal gucken. Alles klar. Dann werde ich jetzt, ich glaube, ein bisschen Guild Wars 2 spielen, weil da bin ich jetzt mittlerweile nach der Add-on-Ankündigung wieder so ein bisschen angefixt und schaue mir mal an, was so in Tyria, ich glaube Tyria hieß die Welt, geht. Ne? Soweit, so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage vielleicht bis zum nächsten Mal hier bei Toad Treasure Tracker. Dann können wir ja eventuell Toadettes Episode abschließen. Haut da rein, macht da gut. Tschüss.